Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind kurz vor der Schlacht unter des Lebens. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da drin erwartet. Deswegen bin ich einfach so mega gespannt. Ich will jetzt wissen, was da drin läuft, was ich geht. So, wir überbrücken das Teil hier mal schnell. Und öffnen es. Weil wir wurden gewarnt, wir sollen da nicht reingehen. Wir haben nicht drauf gehört. Jetzt bitte überrascht zu werden. Brutstätte. Ich bin jetzt im Herzen einer solchen. Werden hier wirklich Maschinen hergestellt? Wenn ja, könnten wir ein Problem kriegen, wenn wir da wirklich reingehen. Abseilen. Ja, natürlich! Alle haben was Lustiges zu tun. Okay, es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Alter! Was ist das hier? Das ist alles so riesig. Was ist das hier? Vorratskiste. Kann ich brauchen. Sehr geil. Er hat das nur 5. Ich bräuchte 10 eigentlich. Oh, machen wir das voll. Bringt ja auch schon mega was. Ich will in den normalen Fall. Feuerpfeile setze ich ein, wenn ich sie wirklich brauche. Weil ich glaube, Munition wird hier drin rar gesät sein. Habe ich mal so das Gefühl. Das Metall. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Hoffen wir, dass es nicht so ist. Wahrscheinlich haben sie wir gebaut, also wir, die Leute im 21. Jahrhundert. Habe ich so das Gefühl, was ist das denn für ein endloser Abgrund? Was ist das für ein nicht unten sein Wasser zu sein? Ist das Wasser oder ist das einfach nur... Hier scheint einfach nur ein Magnetfeld oder so zu sein oder irgendein Energieschirm. Keine Ahnung, das sieht nicht aus wie Metall, das sieht eher aus wie Plastik, wenn ich mich frage. Metallernes Plastik oder plastisch... Plastilines Metall. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Illuminati confirm. Los. Eine Lüftung. Kleiner Wächter. Ich hoffe, es bleibt bei kleinen Wächter. Aber ich habe echt das Gefühl, dass wir hier irgendwo Bossgegner finden werden. Lüftung. Lüftung. Was bringt diese Lüftung genau? Was kann ich mit der Lüftung machen? Kann ich die hochjagen oder so? Rohr unbekannter Machart, stoßempfindlich, enthält ungiftiges Gas, das die Sichtbarkeit einschränken kann. Was, wenn ich da drauf haue? Eine Mitdeckung geht nötig. Ah, das ist so ein Zeug. Okay, nice. Ich renne einfach mal rein in den Raum. Da sind Wächter. Aber wenn da nur Wächter sind, habe ich damit kein Problem. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin los? Aber ich sehe jetzt auch viel schlechter, wie sie mich jetzt. Komm her. Komm. Komm. Komm, kleiner Wächter. Ich hoffe mal, das funktioniert wirklich so wie ein Busch drauf. Schlaf, kleiner. Komm her. Lock mir einfach mal her. Ich will hier so wenig Aufsehen wie möglich erregen, weil ich hab Schiss. Hatet mich dafür, aber ich hab Schiss. Es wird hier ein Bossgegner geben, ich bin mir ziemlich sicher. Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Nee, wenn du einen Wagen mitnehmen sollst, heißt das, das Inventar ist voll. Das heißt, wir gehen mal in die Rohstoffe und sortieren mal aus. Wieso? Da ist doch gut Platz. Was ist denn voll, bitte? Passt doch alles. Wahrscheinlich die Modifikation passt nicht. Herzlich egal. Okay, wir sehen das mal aus Prinzip. Einfach weil wir es können. Ich will auf keinen Fall irgendwas übersehen, denn da drüben war schon was ich glaube ich übersehen habe. Weil hier ging's. Ja, hier ist. Heilendes Zeug. Ein Ratten. Okay, hier ist auch pelziges Zeug, nicht nur mechanisches. Das sieht aber nicht wirklich nach Metall. Doch, sieht nach Metall aus. Ich dachte schon, es ist Stein. Hier ist Stein. Was ist das hier? Das ist ja episch. Das ist wieder heilendes Zeug wahrscheinlich. Ja, das ist sehr gut. Ich hoffe, die Medizinbeutel kann nicht zu voll werden. Hier ist so viel heilendes Zeug. Ich meine, das braucht man ja.
Komme ich hier denn überhaupt weiter? Oder habe ich hier eine Sackgasse gerade gefunden? Das sieht nämlich gar... Ne, hier geht's weiter. Hier geht's rein. Oh. Wir laufen nicht im Kreis, oder? Ne, laufen wir nicht, oder? Habe ich hier eine Karte? Alter! Was? Was? Alter, was? Was ist das denn? Okay, wir haben hier viel zu tun. Alter, wie riesig das einfach ist. Komm ich hier? Das ist jetzt eine Sackgasse? Nee, das ist keine Sackgasse. Wie komme ich hier weiter, bitte? Ach, das ist eine Leiter. Ach so. Sag mal das doch. Eine leuchtende Leiter vor allem. Jetzt sind wir hier oben. Ich scanne nochmal durch. Schön alles clean zu sein hier. Aus Interesse. Kann ich da rüberspringen? Das ist ein mega heftiges Secret. Nein, da muss ich... Kein Secret. Fuck! Ich dachte, ich kann mich da drüben festhalten. Aber dass die bei irgendwie 5 Metern schon stirbt. Wie viel Leben hatten wir denn noch? Wir waren Half-Life, oder? Wie viel Schaden kriegt man denn im Fallschaden? Das waren nur fucking 5 Meter. Scheiße. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Mann! Sind wir doch, oder? Ja. Okay, rushen wir durch. Da waren doch eh nur Wächter, das wissen wir. Rushen wir durch. Nein! Ja, gut. Rayon, konzentrier dich, verdammt! Ah. Darauf ein Hashtag unfähig in die Kommentare, bitte. Aber ich habe auch 3 gedrückt, aber sie hat sich trotzdem nicht abgeseilt. Mann! 2 so fucking unnötige Tode. Jetzt haben wir schon fast 10 Folgen ohne einen einzigen wirklich unfähigen Tod. Und jetzt kommt sowas. Abseilen, Aloy. Abseilen. So. Ich weiß noch, vorher sind wir links rumgegangen bei dem einen Weg. Jetzt gehen wir rechts rum. Einfach nur, damit wir den Weg, den wir schon kennen, abbrechen. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Ist es aber schon. Wer hat sie gebaut? Hier wahrscheinlich. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür ist genug davon gegenüber nötig? Scheiße. Komm mal hergucken. Scheiße! Schockpfeile sind nicht wirklich effektiv gegen die Teile. Normale Pfeile machen da viel mehr Schaden. Als diese Schockpfeile. Wofür sind denn die Schockpfeile so gut? Keine Ahnung, Leute. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin los? Easy. Okay. Wohin bloß? Das würde ich auch gern wissen, ja. Folgen wir denen mal, aber da kommen wir, glaube ich, nicht durch, oder? Nein, da kommen wir nicht durch. Ah. Aber die Teile dürfen da durch, ja. Rassismus. Auf die Karte. Das ist alles so fucking komisch gezeichnet, dass ich da gar nicht weiß, wo kann ich lang und wo nicht. Geh also die Arbeit. Wir rushen einfach durch, Leute. Wir rushen durch. Kommt man auch rechts rum, oder? Ne, konnten wir nicht, okay. Alles klar. War, glaube ich, noch ein Wächter irgendwo? Eigentlich auch ein Wächter. Okay, das heilende Zeug sollte ich vielleicht doch mitnehmen, auch wenn wir durchlaufen gerade. Und Rayon, merkt dir, da vorne kannst du nicht rüberspringen. Ja, guck dir das mal an, da ist man schon. Okay, sind doch mehr als 5 Meter. Aber tot? Gleich kommt der Tod? Ich meine, ja, obwohl wir ein Half-Life, also von dem her. Vielleicht ein bisschen moralisch vertretbar, aber nur ein bisschen. Ich akzeptiere es trotzdem nicht. Netzwerk ablink. Ich will das Teil einsammeln. Okay, das habe ich gecheckt. Aber ist da auch eine Maschine, die uns anfallen könnte? Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Das werden wir rausfinden, ey Leute. Ah, sehr nützlich. Oh, nice. Sehr schön.
das hier genau? Die Vorratskiste. Nice. Kann ich gut gebrauchen. Ich will hier nachkoaften. Mann. Was haben wir halt da? Nee, das ist eine Illuminati-Pyramide. Wie alles hier einfach in Pyramidenform dargestellt ist, ne? Das ist schon heftig. Wie einfach die Lichter angeben, wenn wir vorbeilaufen. Ist das ein Bewegungssensor ganz einfach oder wie wird das gehandhabt? Das sieht schon heftig aus hier. War trotzdem nicht ganz entstanden, als wäre das eine Maschine, die quasi zerstört oder quasi stark beschädigt ist, aber trotzdem noch weiter produziert. Aus der Zeit damals. Das ist eine Tür, ne? Kann ich durchscannen? Was ist das denn? Magnetische Transportbahn? Was? Achso, halt. Sorry. Was wird das hier? Als wenn das hier so eine überdimensionale Verbindung ist, wo wir gerade reinlaufen. Alter, was? Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auftragen. Ja, bestimmt. Bestimmt können wir uns dranhängen. Wie geil! Sterben wir jetzt? Das werde ich vielleicht noch bereuen. Oh ja, bestimmt wirst du das bereuen. Ja, scheiße. Also, in diesen Orten wurden noch Schiffe gebaut. Aber warum? Und von wem? Das würde ich alles gerne wissen, ja? Hey, Leute. Alter, das wird... Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Ich weiß nicht, wann ich loslassen soll, Leute. Ich hoffe, das passiert automatisch. Ich hoffe es wirklich. Sind wir einmal im Kreis gefahren. Oder? Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Uff. Das hast du überlebt, das war höher wie vorher. Konzentration, Leute. Das sind gut, das ist gut, dass das alles nur Wächter sind. So, da wird was Größeres kommen, da bin ich mir fast sicher. Da bin ich mir fast komplett sicher. Geh ich hier noch? Komm her. Aber ich bin sichtbar, das ist das Problem. Ich bin hier nicht versteckt. Scharfschussbogen ist OP. Gefällt mir sehr gut. Ich mag OP-Zeug. Wie lange ist aber das nachlädt? Ohne Munition bringt. Man kann zwar mehr zielen und so weiter, aber es langt nicht. Nachladen! Alter, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass hier ein Abgrund ist. Du Scheiße. Komme ich wieder hoch? Ich komme doch wieder hoch, oder? Ja, okay. Hier komme ich. Komme ich hier. Komme ich hier hoch? Kann ich hier irgendwo. Bitte? Hallo? Hä? Ich will hier doch nur hoch irgendwo. Bitte. Hä? Brauch mir nicht erzählen, dass ich hier nirgends mehr hochkomme, dass das jetzt ein Todesloch ist. Verarschen? Was ist das hier denn? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gewollten Bug entdeckt. Halt dich doch fest! Hä, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein, dass ich hier nicht hochkomme. Willst du mich verarschen? Kann ich hier denn vielleicht hoch? Nein. Kann ich nicht. Ach, hier! Der Rayon ist also blind! Das auch noch! Oh Mann! Von euch das einfach schon aufgefallen ist wahrscheinlich. Ich will hier trotzdem rüber, tatsächlich. Nur über den Abgrund, das reicht mir schon. Passt schon, danke. Loslassen. Danke. Ich dachte schon. Behälter, dass sie hoffentlich
geiler Stuff drin. Reinholz zum Beispiel ist mega heftiger Stuff. Weil Munition hier drin herstellen ist fucking schwer. Mal das abscannen, was ist das da oben? Wir haben so einen Wächter. Auf den Wächter scheiße hier. Aber auf den Wächter nicht. Okay, Bruder. Das war's. Die anderen haben nichts bemerkt. Was ist das? Okay. So brücken wir das Zeug. Ich brauche eine Brücke. Alter, wir sind hier wirklich im Herz dieser Fabrik schon fast angelangt. Warum ist der Kern? Und wenn da wirklich kein Bossgegner kommt, würde mich das enttäuschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass danach was Großes auf uns wartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht dieser Wächter ist. Was? Hä, willst du verarschen? So muss das. Ist der hier einfach Sinn? Alter, scheiße. Da ist Zeug, was ich nicht haben will. Ich glaub weiter. Nee, den will ich nicht. Nee. Will ich nichts zu tun haben mit. Über mir. Okay, ja gut. Warum ist der Kerner? Wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich muss da drüben weiter und das ist nicht gut. Denn den Typen kriege ich nicht down, das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Panzerwanderer. Mit dem nichts zu tun haben. Okay, scheiße, der geht hier rum. Wenn ich dich nur überbrücken könnte, wo könnte ich das wohl lernen? Fucking gute Frage. Lass mal bitte hier rüber gehen, wie dein aktueller Kurs eigentlich bestimmt ist. Dann könnte ich nämlich weitergehen, das wäre sehr nett von dir. Ach, scheiße, bist du langsam. Der Sucher hier. Komm doch. Der Sucher hier fuckt ab. Ich lauf einfach. Tschüss. Bin weg. Bin nicht da. Durchgemogelt. Ich will mit dem Panzerrücken nichts zu tun haben. Der ist mir nicht sympathisch. Da drüben ist der Kern. Netzwerk abhängig. Da wollen wir hin. Okay, wir sind eine Ebene weiter schon. Das ist so richtig spannend. Okay, Brücke bitte. Ich komme hier raus. Ja, raus. Das ist übrigens das, was ich mich am meisten frage. Wie kommen wir hier wieder raus? Antworten uns so schön und gut, aber wie kommen wir hier wieder raus? Und zwar lebend und nicht quasi in einem Presswürfelformat. Was? Die Lösung ist doch ganz sicher nicht da runter zu hüpfen, oder? Da waren wir doch vorher schon. Da unten. Oder etwa nicht? Nee, aber glaube ich noch nicht. Oh. Okay. Bin ich dabei? Und doch. Hast du was übersehen irgendwie? Ein Secret? Nee, ne? Alles klar. Rüber, Aloy. Ist alles so schön leuchtend markiert, weil in dieser Fabrik die Arbeiter ja nur. Ich dachte schon, die Arbeiter hier nur geklettert sind. Nice. Ich dachte, da vorne ist das Finale. Was ist das? Kannst du jetzt looten, bitte? Oh, da ist viel Zeug drin. Nice. Jetzt kann ich auch das Zeug hier nachcraften. Das hier auch. Jetzt habe ich nur noch 8. Das mache ich erstmal hier voll.
was deutlich wichtiger ist. Dann können wir das hier als Final Brecher hernehmen. Absurd. Yep. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach du Scheiße. Das Wasser sieht nicht ganz gesund aus, auch wenn es auch so ist, was dann wahrscheinlich auch Wasser ist. Es sieht aus wie... Da kann ich dran springen, oder? Oder bringt mich das um? Ich hoffe mal nicht! Ja, schön. Wusste ich doch. Was ist das hier? Nice, danke schön. Ich muss da rein irgendwo. Hier, sehr schön. Leute, wir sind fast beim Kern. Da vorne ist das. Ne, da geht's auch noch ein bisschen ein Stückchen weiter. Feuerwollrücken. Sie erleben alte Maschinenmacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Aus Licht. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Drücke den Kern. Der Kern ist wo? Ich will da nicht runter, ehrlich gesagt. Da müssen wir wohl. Okay. Meinen Feuerbrüllrücken kriege ich ja hin. Den haben wir ja schon mal geschafft. Wo müssen wir denn hin? Hier einfach ist in dieser. Ich glaube, das ist die große Kammer. Aber wo überbrücke ich jetzt? Sei still. Nee, der Pfeil ist ausgerüstet, sehr gut. Wo überbrücke ich jetzt diesen Kern? Warum stellen die hier nur Wächter auf zu bewachen? Das ist doch eigentlich viel zu low, sollte hier jemand reinmarschieren mit mir. Wo überbrücke ich jetzt diesen Kern? Easy. Das. Nee, muss ich nicht. Okay. Muss ich da hoch? Das sieht so aus, als müsste ich da klettern. Jetzt sind wir hier oben, alles klar. Hallo? Lass mich bitte überbrücken. Alles klar, das war der erste Arm. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich etwas habe. Ach, Scheiße, nein! Auch ein Feuerfall. Gott! Scheiße! Ey, Leute, heil dich! Heil dich, verdammte Scheiße! Alter, ich überhaupt nicht geschehen, dass ich an der Wand gestanden bin. Ja, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die kleinen Viecher hier. Scheiße. Konzentration, Rayon, Konzentration bitte. Alter, das ist der Bosskampf, den ich nicht wollte am Ende. Erreichen. Danke dir! Ah, ich darf nicht ins Feuer laufen, das ist eine echt dumme Idee. Er kriegt doch schon so fucking viel Feuerschaden, aber er stirbt nicht, der kleine Wichser. Und wieder in der Ruhe mit einem scheiß Feuerbällen, verdammte Scheiße! Geh weg! Scheiße! Fucking Heilskraft.
Ding sterben. Ich suche jetzt eine bessere Position. Fuck you! Sicher kann er nicht hoch, aber ich auch nicht! Was ist das? Alter, der Breath ist ja heftig! Komm, halt, danke. Macht das Teil. Das ist doch alles. Ich hab. Ich kenn die Schwäche von dem Teil nicht. Das Teil soll nicht tot! Alter, was? Beim letzten Mal hatte der noch nicht so viel Leben! Alter! Der Arsch! Fick dich! Verpiss dich! Ich hab noch einmal Heiler, wirklich noch einmal! Mach mit den Feuerpfeilen keinen Schaden! Nee. Nee, ich mach mit den Feuerpfeilen einfach keinen Schaden! Was ist das denn? Notizbuch. Maschinenkunde. Wo ist der Wichser? Nee, ehrlich jetzt. Panzerwanderer, nee. Wie ist denn das Teil? Feuerbrüllrücken. Hat er außen eine. Ja, ist mir klar. Brutstätte 11. Und die Schwächen? Schwäche ist Eis. Stärke ist Feuer. Geil, das ist natürlich gut, wenn ich jetzt mit Feuer kämpfe. Schwäche ist Eis. Habe ich denn irgendwas, was ich mit Eis herstellen kann? Hier inventartechnisch, modifizierungstechnisch. Waffen. Kaja Jägerbogen. Nora Langschussbogen. Platz wählen. Hau ich mal hier drauf. Immer das modifizieren und so. Herstellen. Waffen modifizieren. Karcher Jägerbogen. Aber irgendwas mit Frost. Ich habe nichts mit Frost. Dann bringt mir das ja gar nichts. Ich modifiziere es trotzdem einfach mal, damit ich es gemacht habe. Ich habe echt keine Ahnung, wie werden die Kampf nicht schaffen, so wie wir das gerade machen. Wir werden das so nicht schaffen. Ich spring auch noch ins Feuer. Hey, die Klinge ist noch nicht down. Alter! Ich hab keine Heilung mehr. Nee, wir werden das nicht schaffen. Nee, das war's gleich. Wir regenerieren zwar ein bisschen, aber das war's. Alter! Wie trifft denn der immer? Ich kann da fucking nochmal nicht ausweichen! Was? Okay, sollte er da stehen bleiben? Haben wir... Er bleibt da nicht stehen! Nee, ich bin ratlos. Beim letzten Mal hat das so gut funktioniert mit den Feuerpfeilen. Ich meine, da hatten wir Hilfe von den anderen Leuten. Aber trotzdem, dass der null Schaden nimmt. Als wäre er immun.
Das weiß ich schon, Ele. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Ladungsmasse, Ladungsmasse. Das ist alles schön gut, der ganze Zeit Ladungsscheiß. Aber hier steht Überbrücke in den Kern. Mir wird auch auf der Karte nicht angezeigt, wo ich genau das machen soll. Leute, hört mich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge mal informieren, wie wir den Typ hier da unten wegkriegen. Denn... was, wenn der komplett immun gegen uns gewesen wäre gerade? Der ist auf Stufe 18. Boah, was? Okay. Leute, ich würde sagen, schreibt mir auf jeden Fall Tipps in die Kommentare, wenn ihr dazu welche habt. Wahrscheinlich werde ich sie nicht lesen können, weil ich... okay, Tipps bringen mir gerade gar nichts, weil ich das gleich im Nachhinein aufnehmen werde. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, einfach irgendwo eure Gedanken. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr sagt, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.